Nein. Also ziehst du was zurück in mir? Nein. Es werden manchmal Dinge einfach verwurstet. Da weiß man gar nicht so richtig, was dabei herauskommt. Und manchmal weiß man so gar nicht so richtig, was drin ist in der Wurst. Und wenn man die rechte Gunst finden will, dann wird man in die Wurstfabrik geschickt. Kennst du das? Dem Gott rechte Gunst dabei sind, den schickt er in die Wurstfabrik. Da kann er sich beweisen, frisst sich rund und kugeldick. Und manchmal ist es so, dass man wirklich nicht so richtig weiß, was kommt und was geht. Und du bist jetzt in so einem Zustand, wie ist der jetzt gerade so? Ganz schön aufgeregt. Genau. Ja. Weißt du, wofür das gut ist? Das ist schon mal ein gutes Energieniveau. Ja, genau. Ich bin hier sitzen und cool. Dann zeig mal, was du drauf hast, ja? Nichts mehr zu tun. Das stimmt, er hat nichts mehr zu tun. Ganz genau richtig. Also ich freue mich mal schon, da ist deine Körpersprache gerade verändert, was vorher so ein bisschen noch so drin ist, da flüstere ich gerade so ein bisschen. Freut mich sehr. Ist sonst so mehr oder weniger hier alles in Dortmund, in Ordnung? Ja. Wenn dich irgendwas stört, sag's Bescheid. Bis auf, dass ich aufgeregt bin, jetzt hier so Präsentationsobjekt zu sein. Ja, das ist sehr gut. Das ist ja schon da. Wenn ich euch verstört, sagt einfach Bescheid. Und euch bitte ich dann einfach in diesem kleinen Moment kurz möglichst relativ am Ende still zu sein, damit nicht zu viel Ablenkung stattfindet. Und worum geht's? Ja, was Thema ist, das wollte ich wissen. War das jetzt eine Technik oder hast du es echt vergessen? Weißt du was? Selbst wenn ich es vergessen hätte, hätte ich es machen können oder auch nicht, weil es ist ja Frank Ferrelli jetzt. Ne? Ich fange an, du lachst schon im Moment wieder. Ne? Du hast schon mehrfach ganz schön viel gelacht. Ne? Und wir haben über dein Thema noch gar nicht gesprochen. Ist das nicht witzig? Aber du kennst es doch. Also dir läuft es noch eh schon ab. Und in dem Augenblick ist es so, ich möchte auch, dass du es laut und deutlich aussprichst und sieh, was bei dir passiert. Es hat sich verändert seit gestern Abend, das Thema. Aha, deshalb. Deshalb ist es wichtig, ich muss es dann nochmal neu hören, weil über Nacht kann sich was verändern. Das kann sich schon verändert haben, von vorhin bis hier oder sowas, ja. Und manchmal sagen die Leute auch, ja, ich habe noch was anderes gefunden. Mhm. Deshalb weiß ich nicht, was du jetzt gerade möchtest. Ich habe so das Gefühl, ich habe das Thema dahinter entdeckt. Also das Thema dahinter, Glaubenssatz, als du das mit dem Wert angesprochen hast, weiß ich, dass es ein Riesenthema von mir ist, der Selbstwertkonflikt. Und bei mir ist es mehr so dieser Satz, ich bin nicht gut, wie ich bin. Also dieses, so wie ich bin ich nicht in Ordnung, bin ich richtig. Also richtig. Also in Kurzform heißt es, ich bin nicht richtig. Ja. Du hast ihn jetzt etwas länger. Ich versuche den immer so kurz wie möglich zu machen, den Satz, um herauszufinden. Und daraus resultieren halt solche Sachen wie, genau. Ich werde nicht gesehen oder... Manchmal muss man alles alleine machen. Jetzt ist es so, jetzt kommt mehrere. Ich muss alles alleine machen, ich muss immer alles alleine machen, ich bin nicht richtig. Jetzt sind ja mehrere Sätze und alle sind jetzt möglich, die wir jetzt mit Clapsing bearbeiten könnten. Jetzt will ich herausfinden, welchen davon wir nehmen. Die gehören alle zusammen. Und deshalb ist es am besten, man nimmt den, der am meisten negative Energie hat. Weil wenn der aufgelöst ist, bröckeln die anderen häufig von alleine mit weg. Das ist der Hintergrund. Ich werde nicht gesehen, ich bin nicht richtig und solche Sachen, ist ja fast dasselbe, aber nicht ganz. Mhm. Die 90 Minuten können drauf sein. Wo ist denn jetzt, wenn du darüber nachdenkst, so dein erster Impuls, was am negativsten ist? Ich bin nicht richtig, wie ich bin. Ich bin nicht richtig, wie ich bin. Mach mal bitte die Augen zu. Ich möchte mit dir einen Test machen. Einfach nur mal auszuprobieren, wir können auch den ganzen Satz nehmen. Ich bin nicht richtig, wie ich bin. Angenommen, wir nehmen jetzt so den Satz, ich bin nicht richtig. Und dein Unterbewusstsein weiß ja genau, dass das damit auch gemeint ist. Sag jetzt einmal den Satz, ich bin nicht richtig, wie ich bin. Und sag mal so zu dir so ein bisschen so energisch in dem Augenblick und dann spür nach,
auf einer Skala von 0 bis minus 10, wie negativ fühlt sich der Satz an? Ich bin nicht richtig, wie ich bin. Wo spürst du das in deinem Körper? Das Herzklopfen, das ist kalt und heiße Schauer über den Körper, genau. Das ist Zittern in den Oberschenkeln. Also du hast eine körperliche Reaktion, ihr müsst testen auf eine körperliche Reaktion, sonst wirkt das nicht. Und was ist das? Minus 8 vom Gefühl her? 8 bis 9, ja. 8 bis 9, okay. Das hast du. Und dann nehmen wir den Satz gleich. Dann teste ich gar nicht weiter nach, das ist schon negativ genug. Ich bin nicht richtig, wie ich bin, heißt der Satz. Was ich möchte ist, jedes Mal, wenn ich in die Hand klatsche, wirst du den Satz denken, nicht laut, nur denken, ich bin nicht richtig, wie ich bin. Ich werde irgendwann schneller werden, dann wird der Satz kürzer werden. Du fängst immer von vorne an, gehst nur so weit, wie es geht. Es wird immer kürzer werden, der Rest macht dein Unbewusstes schon ganz alleine weiter. Okay. Es geht gleich los. Das erste Mal sage ich den Satz mit. Ich bin nicht richtig, wie ich bin. Gleich das volle Programm. Was passiert gerade? Es dreht sich noch ein bisschen. Dreht es sich links oder rechts rum? So rum? Kann gar nicht sagen, was links oder rechts. Was passiert noch gerade? Ja, ein bisschen Kopfdrücken. Und ich habe gemerkt, dass ich immer tiefer angefangen habe zu atmen und ich habe das Gefühl, es ist anstrengend. Ja, das ist auch anstrengend. Das stimmt, ja, wenn die Energie da los ist, ist das anstrengend. Nein. Nicht den Namen. Wie war das jetzt noch? Wie es mir geht, was ich will, worum. Was der Satz, den wir vorhin mal. Der also, auch, den weiß ich noch. Wie hieß der? Ich bin nicht richtig, wie ich bin. Was passiert, wenn du den jetzt sagst? Was ist anders als vorher? Sag nochmal. Ich bin nicht richtig, wie ich bin. Das fühlt sich schon ein bisschen weiter weg. Also fühlt sich nicht mehr so. Berührt mich nicht mehr so. Ah, das heißt, er hat sich verändert. Ne? Das heißt. Ich habe das Gefühl, ich mag ihn nicht mehr laut sagen. Das passt nicht mehr. Das passt nicht mehr, genau. Er passt nicht mehr richtig, der Satz. Und du hast noch als eben gesagt, eher Frageform gesagt. Ich bin nicht richtig, wie ich bin. So als Test. So. Stimmt der Satz überhaupt? Ist das richtig? Ja. Wenn du den Satz jetzt mal so gehört hast, hast du das Gefühl, dass er eher neutral oder hat er noch eine minus 2 oder irgendwas? Manchmal geht er noch nicht das erste Mal komplett runter, da muss man manchmal nacharbeiten oder erstmal verdauen lassen oder die nächste Methode machen. Ich bin nicht richtig, wie ich bin. Ping. Die Klangschale angehauen. Hast du uns gestern auch zugehört? Du musst gerade hellseherische Fähigkeiten. Kennst du Klangschalentherapie? Ja, musst du mal gucken, wenn die ganzen Mönche kommen, ne?
Ja, die fortgeschrittene Methode ist diese Klangschale, die dann nicht mehr auf den Bauch kriegen, sondern auf den Kopf gesetzt. Und dann kommt die zweite Prüfung, dann gehen die in den Glockenturm hoch. So eine Glocke. So eine Glocke steht dann da drunter. Bing, bong, bing, bong, bing, bong. Und das, daher kommt übrigens der Begriff, dann ist man geläutert. Ja, und diese Glocke ist ja auch ein Schutz, ne? Also das ist ja schön, Glocke und ab und zu mal zwischendurch, damit man wieder klar wird. Ding, dong, ding, dong. Ne? Oh, jeden Tag eine Stunde läutern. Ich kann nicht mehr so ganz mit das machen. Die haben alle Reactions drin. Kopfschmerzen sind weg. Okay. Wie war der Satz? Ja, genau. Okay. Katharina, ich weiß es! Das sehr gut. Lern durch Wiederholung. Zwei Minuten sagen, man muss man ja wissen. Katharina. Ohne Doppel-P übrigens. Was? Ich bin gerade mich gefragt, wie schreibt man Harnisch? Sei ohne Doppel-P. Dann sagt man, dann, nein, das meine ich nicht mit Doppel-P, mit einem H oder zwei H. Sag ich mit zwei. Aber ich weiß, ich wollte in Wirklichkeit mit drei schreiben. Was? Wenn ich mit zwei meint, ein H in der Mitte. Und ich Harnisch ist am Anfang ein H und am Ende, aber ich hört man kein H. Haha. Wie war das jetzt noch? Ich bin nicht richtig. Nicht. Also, ihr merkt gerade, der Satz hat einen guten Körper. Ne? Der Satz ist völlig. Völlig in den Lücken. Suchen wir mal einen schönen neuen für dich. Ne? Also nach dem Satz. Ne? Was ist so der erste Impuls? Könnte sein, ich bin ich. Ich darf sein, wie ich will. Ich darf sein, wie ich bin. Ich darf sein, wie ich bin. Wie fühlt er sich an, der Satz? Kraftvoll und entspannt zugleich. Oh, das ist klasse. Kraftvoll und entspannt. Sag ihm bitte nochmal. Ich darf sein, wie ich bin. Nee, nee, nee. Ich darf sein, wie ich bin. Ich auch. Das kommt das berühmte Rezept. Weil ich dann gleich nochmal nachhören kann. Ich schreibe dann auch mal Rezept drauf. Das hat dann natürlich noch das solide Stück. Eine andere Wirkung. Für das gute Gefühl. Ich darf sein, wie ich bin. Das ist dein Rezept. Das bedeutet, wenn du morgens aufstehst, dass du dann einmal der gesamten Welt, vom Mond, vom Universum, vom Mars bis runter in den tiefsten Keller der Katakomben hinausrufst, Kinder seid ungezogen. Ich darf sein, wie ich bin. Das bedeutet jetzt einmal, sag noch einmal mit. Vielleicht mit der Handbewegung, so in der Form von, oder mit Fuß aufstampfen oder mit Mundwinkel hoch. Das heißt, wie nach dem Prinzip des Prosecutors, irgendetwas wie so, ich darf sein, wie ich bin. Oder mit einer bestimmten Betonung, dass es mal so etwas kraftvoll deutlich kommt. Lass dich überraschen, was jetzt passiert. Ich darf sein, wie ich bin. Ich darf sein, wie ich bin. Nochmal, kräftig, während wiederholen jetzt. Ich darf sein, wie ich bin. 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 Das darfst du. Meine Erlaubnis hast du.
Super. Ich hoffe, ihr habt meine auch. Ja! Wie fühlt sich das an? Gerade lustig. Ja, lustig und gut. Ne? Und wenn du dieses Gefühl sehr oft hast, wie ist das dann? Ja, also wie ich gerade so entspannt und kraftvoll, dann bin ich einfach, dann denke ich nicht groß drüber. Das heißt, dann schreiben wir noch als Keyword dazu, entspannt und kraftvoll. Kraftvoll und entspannt. Und wenn man entspannt und kraftvoll ist, kann man gute Arbeit leisten. Viele Dinge wie voll anleihen. Ja, das ist es. Juhu. Ding dong, ding dong. Hörst du nicht die Glocke? Hörst du nicht die Glocke? Ding dong, ding dong. Bruder Jakob ist das, ne? Ding dong. Bruder Jakob, hörst du nicht die Glocke? Ding dong, bum. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinem Rezept. Liebe Katharina, klasse. Applaus! Ja, jetzt habt ihr gerade mitgekriegt, wie Clapsing funktioniert. Mit welcher Methode habe ich das kombiniert? Mit wem? Wie wir gestern sagen, mit Frankie Boy. Mit Frank Farrelly. Ihr habt gesehen, wie relativ schnell das geht. Und dieser Glaubenssatz ist schon einer, der sehr heftig ist. Also der ist schon sehr heftig limitierend. Also essentiell und existenziell. Wenn sowas aufgelöst wird, werden viele Dinge im Leben deutlich, deutlich einfach funktionieren. Alle diese Grundthemen. Und ich sage euch, es haben durchaus der ein oder andere Manager auf auch höheren Ebenen solche Sätze auch am Laufen. Die sind bloß gut kaschiert, muss man so auszudrücken. Und ich habe hier bei dieser Arbeit unglaublich viel Spaß gehabt. Hat man vielleicht gemerkt. Und habe hier das gesamte Element von Frank Farrelly die ganze Zeit mit eingesetzt, nebenbei. Also ich habe das mit der Arbeit gemischt. Und habe das jetzt natürlich mit Absicht auch relativ stark penetriert. Und warum habe ich das jetzt auch nochmal mit Absicht über den Weg noch mit penetriert? Das ist unsere Sinne alle offen. Ja. Ja, und weil wir uns das gestern angeguckt haben, damit ihr dann auch gleich mal seht, wie macht man so etwas. Dass ihr gleich seht, wie adaptiere ich das, wie baue ich das ein, ohne jetzt Frank Farrelly zu kopieren, sondern nur einfach zu zeigen, wie können seine Elemente eingebaut werden und achte darauf, wo kommt das Passende gerade dazu. Und es muss auch nicht immer ganz passend sein, was dahinter stattfindet. Und es war ja schon vorher unglaublich viel, wie Katharina gelacht hat. Und ganz am Anfang, als Katharina hier gesessen hat, war es ja so, dass, von da konntet ihr es vielleicht nicht so gut sehen, dann ist es ganz gut, wenn ihr es auf Video nochmal guckt von der anderen Seite her. Katharina saß am Anfang eher so da. Und als so die ersten Frankie-Sachen kamen, kam dann etwas mehr Aufrichtung. Das heißt, die positive Energie fing schon an reinzuarbeiten. Und dadurch, dass diese Vorarbeit geleistet war, waren die Synapsen um schon stark gelockert, sodass das Clapsing dann auch besser reinkam. Und das zieht dann besser dann durch, um es mal so auszudrücken. Weil so eine minus 9 ungefähr ist schon recht heftig, ne? Das ist schon, da ist ja nicht mehr so viel. Minus 10 ist so, wäre das Schlimmste. Es gibt aber auch Sachen, wo auch mal das minus 10 sogar noch durchschlagen wird und sagt, das ist noch heftiger in dem Augenblick. Und nach dem Rhythmus wird es dann durchgezogen. Dann kam danach die Entladung, leichte Verwirrung, Lachen. Dann haben wir das Testen gemacht. Wir haben immer wieder gecheckt. Wirkt der Satz noch? Wie wirkt er? Und dann höre ich so auf die Feinheiten, als du dann sagtest, in Frageformen so leicht. Das ist dann sozusagen, ist das überhaupt der Satz noch? Ne? Also ganz fein gehört, der Satz war formuliert mit Stimme hinten hoch. Das heißt immer Frageform. Stimmt das überhaupt? Und dann sind wir halt auf die Suche gegangen, welcher Satz könnte stimmen. Ich habe welche mit in die Runde geschmissen und dann kam von dir dann die Resonanz, das ist so. Und als es dann da war, dann kommt der Punkt, dass er dann wieder verankert wird und auch wieder auf nette Art und Weise, dass ein bisschen Kraft drauf ist. Also einfach nur sagen, ja, ich bin ich. Das hat dann keine Energie. Und dann ist das Wichtige, das Nachkonditionieren, damit das zum Automatismus wird, ist das Rezept. Das ist ein ganz wichtiges Stilelement, das Rezept.
Und das ist dafür wichtig, auch für das Thema Nachhaltigkeit, ja. Dann ist der Körper quasi umgestellt. Diese Arbeit, wie ihr gesehen habt, das sind Sachen, wo ich durchaus die ein oder anderen, die einige Jahre an Psychotherapie hinter sich haben, haben das nicht aufgelöst bekommen. Und wie lange hat das hier ungefähr gedauert, das Ganze? 10 Minuten, Viertelstunde, wenn 20 Minuten sind. Also ihr seht einfach, mit welcher Geschwindigkeit das geht. Also das ist wirklich High Speed. Und natürlich muss man alle Sachen in der Richtung auch ein Stückchen üben. Und ihr müsst jetzt auch nicht diese Frank Ferrelli-Muster, die ich da noch mit eingebaut habe, jetzt auch nicht so stark penetrieren, aber traut euch hier gerade hinter. Weil gerade diese Lösung, dieses Lachen, das Entspannende, was ist, ist für den Klienten unglaublich entlastend. Also dann gehen so die alten Energien, verlassen den Körper darauf hin und mit der Zeit kriegt man auch richtig Spaß daran. Und ja, und dann sagt man, ja, just do it, ne? Einzumachen. Und nochmal, das ist hier von der Technik her nichts anderes als reine Physik gewesen. Was ich gemacht habe, ein Ton erzeugt und der Ton, den habe ich energetisch beschleunigt, dass er immer schneller, immer heftiger wird, immer heftiger, bum, 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 bis es quasi zu einer elektrischen Überspannung im Kopf kommt. Und durch diesen Effekt der elektrischen Überspannung entsteht in dem Augenblick der Art neuronale Kurzschluss, das Energiemuster wird gelöscht und dann entsteht quasi eine Lücke und den haben wir dann mit dem neuen Glaubenssatz wieder aufgefüllt. Das ist so eins von den Grundprinzipien, wenn du was wegmachst, musst du auch was Neues wieder einbauen. Und möglichst was hilfreicher ist, als das andere, was vorher ist. Das ist so eins der Grundprinzipien im Coaching. Was muss ich wegmachen, was muss ich Neues einbauen? Manchmal musst du gar nichts wegmachen, die brauchen eigentlich nur zusätzlich etwas. Da muss man dann natürlich gucken, also was ist gerade der Auftrag? Und wo ihr seht, das ist letztendlich alles universell einsetzbar. Das ist egal, was für ein Satz das ist. Und von daher ist es häufig essentiell, erstmal durchaus so Grundthemen aufzulösen, weil der Rest läuft dann häufig um ein viel, vielfaches leichter, wenn so Grundthemen abgekoppelt sind. Und das Schöne ist, wenn du als Coach arbeitest, bekommst du durch diese Arbeit, die ich jetzt hier gerade gemacht habe, selber sehr viel Energie. Also ich fühle mich nicht erschöpft, sondern ich fühle mich, meine Akkus sind gerade richtig aufgeladen. Also richtig aufgeladen, weil ich mit der Lösung in Resonanz gehe und mit dir mitgelacht habe, ich habe mich für dich mitgefreut. Also was habe ich mich, ich habe mich wie ein kleiner Schneekönig hier gefreut, wo du dich gefreut hast. Ne? Und das Lachen kam, das sah so, so echt entspannt aus. Vorher war sein Gesicht eher so ein bisschen verkrampft. Ja? Danach, also wie um 5 Jahre verjüngt. Also die Gesichtszüge wurden weich, schöne Babyhaut, also richtig klasse. Also es ist in dem Augenblick fast wie so eine Verjüngung. Du siehst, wie das Gesicht so entspannt wird und dann zieht so, ah, man kriegt einen anderen Gesichtsausdruck. Nochmal eine Frage zu dem Glaubenssatz. Also habe ich das gerade richtig verstanden? Es reicht nicht nur, dass man das Gefühl hat, sondern man muss es richtig körperlich spüren auch. Ja, sonst hast du ja kein Gefühl. Ja, aber Gefühl ist immer kann ja auch sein, Trauer oder Angst, ja, oder ja. Schmerz. Wie, halt, stopp. Wie fühlt sich Trauer im Körper an? Also ich kann jetzt sagen, ich bin traurig, bin ich aber nicht, weil ich die Traurigkeit nicht spüre. Ja. Wenn du traurig bist, ist so, dass du plötzlich zum Beispiel deine Atmung beklemmt wird. Dass sich der Hals zusammenschnürt, Kloß im Hals, das ist so ein Herzrasen, so ein Druck. Wenn du da nichts spürst, dann bist du nicht traurig. Und wenn du Schmerz hast, dann sage ich, wo sitzt der Schmerz? Das heißt, ja, dass es wichtig ist, dass er den Fokus dahin leitet, weil Leute nicht hinhören und nicht hingucken. Und ich will, dass sie es spüren, um dass sie nachher spüren, es ist weg. Dafür ist was anderes da in dem Augenblick. Ich muss dem Klienten quasi eine Referenzerlebnis ermöglichen. Das ist das große Geheimnis dahinter. Ich muss ihm das ermöglichen. Ja, dieses Hinterfragen sorgt ja auch dafür, dass derjenige viel tiefer in sich reinschaut und das viel intensiver erleben kann dadurch. Und das ermöglichen wir damit ja. Ganz genau. Also deshalb ist Clapsing. Also ich kenne keine bessere Methode und keine schnellere Methode, wirklich essentielle Glaubenssätze zu verändern. Mit dieser Geschwindigkeit und mit dieser Qualität auch. Deshalb ist es nicht verkehrt, wenn man sie im Portfolio hat, diese Methode. Noch Fragen zur Methode? Ansonsten heißt es jetzt, just do it. Und wenn es nicht klappt, dann wird es halt nochmal wiederholt.
Also das Thema ist wirklich sauber das Gefühl herausarbeiten. Sauber den Satz herausarbeiten, dann auch fragen, ich hatte es jetzt nicht gefragt, aber es gehört dazu, darf es sein, dass der aufgelöst wird? Aber sonst wärst du nicht gekommen. Wir haben ja vorher schon drüber gesprochen. Nochmal, das war, darf der aufgelöst sein? Das ist das Allerwichtigste. Wann fragt man das, wenn man gerade das Gefühl hat? Irgendwann davor. Und wenn es ganz kurz davor ist. Da muss man auch ein bisschen hineinfinden. Ja, frag mal rein, darf der weg sein? Mhm. Und wenn dann ein stimmiges Ja kommt, wenn dann so kommt, ich weiß nicht, dann fragt man, wofür ist es denn gut, dass du den Satz noch hast? Also wenn man was nicht loslassen will, hat man ja einen Vorteil daraus. Und von daher musst du dann auf diesen Vorteil erfahren, wofür ist es denn gut, wenn du den behältst? Manchmal muss man einen Satz nur zum Teil wegmachen. Man muss den Kontext abkoppeln und zu gucken, in welchem Kontext hätte ich ihn gerne und in welchem nicht. Wie zum Beispiel auch eine Höhenangst sollte man ja nie komplett wegmachen. Oder eine Höhenangst sollte man umwandeln in Respekt und nicht in Leichtsinnigkeit. Ne? Und manche haben Angst, dass man ihnen die Höhenangst wegnimmt, weil sie glauben, dann werde ich leichtsinnig. Dann musst du darüber sagen, wir werden die Höhenangst nicht komplett auflösen, sondern dass du noch ein kleines bisschen hast als Sicherheitssymptom, damit du nicht leichtsinnig wirst. Ist das okay? Ja, dann mache ich mit. Dann muss man das auf dem Punkt dann nochmal nachtesten. Und manche sagen, ich möchte es nicht auf Null haben, so eine -2 möchte ich noch gerne. Also mein Nachbar, da kriege ich so einen Hals, aber es wäre mir schon gut, wenn es so nur noch -2 ist. So ein bisschen möchte ich ihn noch hassen. Ja? Ich brauche ja was Eigenes. Ja? So wie ein Jodel. Da hat man ja was. Ne? So seinen eigenen kleinen Hass hat. Ne? Das ist ja was Eigenes. Ne? Also das hast du durchaus, dass Menschen das tatsächlich sagen und brauchen das auch noch. Dann lässt du das denen auch. Aber wie kann man das denn dann dosieren? Ja, genau. Das macht das Gehirn dann schon von alleine. Also indem man dann nicht ganz so schnell klatscht. Nein, du klatschen ziehst trotzdem voll durch, okay. Weil der Klient das schon... Ah, er möchte das, genau. Ja, ja. Er möchte, dass das dann noch ein bisschen Rest übrig bleibt, dann bleibt doch noch ein Rest übrig. Manchmal ist es so, du machst es und bleibt noch negativ Rest übrig und fragst, soll das auch noch weg oder möchtest du das behalten? Dann ist das dann die Frage. Dann sagt er, na, so ein bisschen möchte ich noch behalten. Man weiß ja nie. Ne? Vielleicht müsste man ja mal nochmal einen Rum draufknallen in dem Augenblick. Wenn er dann sagt, nee, der Rest soll auch noch weg, dann mache ich das nochmal mit dem Klatschen? Nein, dann mache ich das meistens nicht, dann mache ich Methodenwechsel. Das hat nämlich meistens dann was zu tun, dass das auf einer anderen Ebene im Gehirn gespeichert ist. Der Rest hängt dann nicht im auditiven Bereich, der hängt dann im visuellen Bereich oder im körperlichen Bereich. Dann mache ich Methodenwechsel. Unter anderem dann zum Beispiel könnte sein, dass das Ankerverschmelzen ist. Oder die berühmt-berüchtigten anderen Methoden aus Emotion Sync, Move Sync, Tap Sync, Eye Sync. Ich arbeite dann meistens gleich mit einer Stellenmethode hinterher. Das passiert durchaus. Es kann auch durchaus mal passieren, du pushst so ein Ding gerade hoch. In dem Augenblick hat er sich noch nicht abgekoppelt, der ist sogar im negativen Gefühl noch drin. Dann musst du gleich sofort hinterher arbeiten. Das ist so deine Schmerzen offensichtlich, dann gleich weiterarbeiten. Ich habe jetzt hier auch gleich als Energieimpuls mit eingebaut gehabt, dass ich da stark reingegangen bin. Und gleichzeitig habe ich auch noch gesagt, ach, wenn man sich nicht so richtig fühlt, dann fühlt man sich nicht geliebt. Dadurch habe ich dich mal kurz im Namen genommen und dir gezeigt, dass ich dich auch lieb habe und habe dir einen Kuss auf die Stirn gedrückt, weil ich davon ja auch erzählt habe. Ich habe es dann einfach gemacht, damit ihr auch gleich mal erlebt, wie man das dann eben auch nicht machen kann. Hast du dich irgendwann in der Zeit durch meine Arbeit mit dir unwohl gefühlt? Nein. Ne? Auch wenn du vielleicht hier dem auch schwer mal atmen warst, das war dann der Prozess, aber das heißt, du hast dich die ganze Zeit gut aufgehoben gefühlt bei mir. Und das ist das Schöne, dass die Leute dann auch sagen, ich habe mich bei ihnen wohl aufgehoben gefühlt. Und dann machen die das auch mit. Und wie oft erlebe ich, dass die Leute dann versuchen, durch Überreden, analytisches Erarbeiten, so einen Glaubenssatz aufzulösen. Und zwar auf der kognitiven Ebene, mit Hilfe zum Beispiel des Metamodells. Da kriegst du ein bisschen was hin, aber diese Energie kriegst du mit Rhetorik nicht abgekoppelt. Never, never, never. Das heißt, jede Art von Gesprächsführung ist dann zum Scheitern verurteilt. Trotzdem ist sie wichtig, hilfreich, um auf der Logikebene Verständnis zu erzeugen. Eure Aufgabe ist es jetzt, dass ihr das übt. Und wenn du sagst, ich habe keinen Glaubenssatz, such mal, ob du doch noch eine Kleinigkeit irgendwo findest. Ja?
oder den Glaubenssatz, ich habe keinen Glaubenssatz, natürlich hast du Glaubenssätze ohne Ende. Du sagst, du hast jetzt gar nicht schwer limitierende. Das ist durchaus, dass man Phasen hat, man nicht so gerade so viel. Ja, dann macht es halt, der andere hat dann vielleicht zwei, dann löst man zwei bei dem gleich aus, dass man es wenigstens ins Tun kommt. Es ist natürlich toll, wenn man selber erlebt hat, wie ist diese Wirkung, weil es nochmal eine andere Lernebene ist. Ich spüre selber an mir, wie wirkt das, wenn das passiert. Und es ist auch toll dann zu, wenn man das macht, wie das wirkt. Also das ist auch ein bisschen Arbeit. Ne? Also hier ist der Coach echt gefordert, großes Teil der Arbeit. Du musst ja mehr erleiden, wenn man so will, im positiven Sinne. Und ihr seht auch, dass der Gesprächsanteil auch deutlich mehr bei mir gewesen ist. Weil es geht ja darum, dass ich was initiieren will und wenn ich die Klappe halte, kann ich nichts initiieren. Das ist also auch ein ganz wichtiger Punkt. Und wie gesagt, dass ich die Methoden durchaus immer wieder mit anderen Sachen mische. Ich habe inzwischen ein Metamodell ein bisschen drin, frage damit rein, die Sache des provokativen Coachings. Und das Provozieren war ja hier nichts Negatives, das war ja unglaublich hilfreich für den ganzen Prozess. Traut euch einfach ein bisschen, falls ihr wirklich daneben tretet. Und der andere sagt, jetzt hast du eine Grenze überschritten, dann sagt er, Entschuldigung, es war kein Vorsatz. Dann könnte man gucken mal, wieso ist einer gleich verletzt, wenn man eine Grenze überschreitet. Da wird schon Verbindung ausgeguckt, wir zwei, ne? Ja. So nach dem Motto, Zettel, willst du mit mir gehen? Willst du mit mir gehen, Licht und Schatten verstehen? Oh, willst du mit mir gehen? Kennt jemand den Lied? Dalai Lama oder so ähnlich, wie ist sie? Dalai Lama? Oder? Dalai Lama. Ja, das war es genau, eine Israelitin, genau richtig. Ach, jetzt ist nicht auch irgendwie? Das war Emotion Sync mit der Methode Clap Sync und mit einem provokativen Stil, einem provokativen Ansatz, der liebevoll und humorvoll ist. Und Sie konnten hier einmal erleben, wie eine Sitzung ablaufen kann, die mit viel Spaß und mit viel Humor eine Therapiesitzung trägt und zu ausgesprochenen guten Lösungen führt. Also von daher, ich habe diese Methode wissenschaftlich validiert und untersucht mit Hilfe einer Doktorarbeit und von daher, es darf sein und es darf Spaß machen. Bei uns in der Coach-Ausbildung und in der Emotion Sync-Ausbildung ist dies ein wichtiger Bestandteil, das Lachen. Also von daher, herzlich willkommen und viel Spaß dabei und dabei sein. Alles Gute. Ihr Christian Hanisch.